Marc hier von Wähle Total und heute eine kleine Produktvorstellung, aber eigentlich ist es auch schon so eine Art Dauertest, weil ich das jetzt seit Anfang des Jahres schon fahre. Und zwar geht es um die Rainlegs, also Regenbeine. Rainlegs ist der Firmenname auch. Das ist quasi eine Art Regenschutz für die Beine, den man gut, ja, eng eingepackt gut mitnehmen kann. Und vielleicht kurz zur Story, wie ich daran gekommen bin. Ich war auf einer Fahrradmesse Anfang des Jahres und dann war ich natürlich mit meinem Faltrad wieder da und dann war es doch sehr regnerisch. Ich musste zurück ins Hotel und in der Messe lag das Ding und ich habe gedacht, das kaufe ich mir jetzt, weil ich habe es auch schon immer mal beäugt und wollte mal wissen, wie es funktioniert. Ja, das heißt, da konnte ich testen, war begeistert. Der Dauertest und Einsatzbereich möchte ich euch jetzt mal erzählen und kurz zeigen, wie man die anbringt, wo die Vorteile und Nachteile liegen. Mit um die 25 Euro keine riesige Investition und spricht natürlich gerade Leute an, die im Alltag viel Fahrrad fahren, Pendler oder mit der Familie oder halt auch in der Freizeit Touren und so weiter. Und im Grunde geht es darum, dass man etwas hat, wenn es anfängt zu regnen und entweder sind das Schauer kurze oder halt so ein dauerhafter schwacher Regen, wo ich meiner Meinung nach die Dinge sich sehr gut eignen. Und da hat man einfach den Vorteil, dann man holt es aus der Tasche raus, aus der Radtasche oder aus dem Rucksack, kann es sofort anbringen. Ich möchte euch mal zeigen. Und es ist ganz simpel, funktioniert es, dass man hier einmal um die Hüfte führt, klickt einmal da, dann hat man zwei direkt unten am Bein und auch noch welche, die durch den Schritt gehen und nach hinten verbinden, damit es auch fest sitzt. Also wirklich ganz, ganz simpel, hier kann man das gut sehen, man muss sich beim Kauf auf die richtige Größe achten, ist aber ziemlich simpel. Ja, und das sieht man dann über die Jeans. Und der Vorteil ist, dass die Jeans trocken bleibt. Also ich fange mal hier unten an und ziehe es ein bisschen übers Knie. Kann man hier mit dem Reißverschluss ganz simpel machen. Ihr seht auch schon, ich habe die Variante in der Farbe genommen, was für die dunklen Jahreszeiten, wo die Tage kurz sind, sehr gut ist, dass man auch wieder eine Signalfarbe hat. Es gibt natürlich auch in anderen Farben, aber ich finde das halt sehr wichtig, gesehen zu werden. Das hat mir dann direkt gut gepasst. Mein Erfahrungswert ist, dass man es am Anfang wirklich schon so anzieht, dass man guckt, dass es hier auch wirklich voll abdeckt, weil wenn es zu weit außen hängt, wird die Innenseite vom Knie, vom Bein doch wieder nass. Ja, dann muss man es natürlich hier oben festmachen. Einmal den Bauch einziehen. So, klick. Jetzt hat man direkt so ein Ding, wo man sagen kann, ist es ein Vorteil oder ein Nachteil. Die beiden Schnallen werden nach hinten verbunden und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die sehr schnell abgeht. Also hier, das Band dreht sich ganz raus und dass man manchmal am Sattel hängen bleibt. Also deswegen ist es für normale Radfahren gut, aber für sportliches Fahrradfahren, Mountainbiken, da wird man ja wahrscheinlich eh von unten so viel nass, da bringen die auch gar nichts. Dann ist es halt unangenehm, dass man da am Sattel hängen bleiben kann. Man zieht das nach hinten durch, hat hier die Schnalle, die zweite hier. So, jetzt kann man es gut erkennen und so sieht das Endprodukt quasi aus, wenn man es anhat. Und der Vorteil ist, weil viele fragen, was bringt denn das, wenn dann die Hose und alles trotzdem noch nass werden? Also die Abgrenzung zur Regenhose ist für mich wirklich, wenn ich halt weiß, vom Regenradar am Handy oder von der Vorhersage oder weil ich eben schon draußen war, es gibt immer so kurze Schauer oder es ist eher so ein schwacher Regen, dann ist das sehr angenehm, dass hier die größte Fläche von der Hose trocken bleibt. Ich fahre natürlich am Stadtrad mit Schutzblech, das heißt, hier kommt eh nicht so viel Wasser hoch. Ja, und da ist es aber mega praktisch, weil du die nicht erst umziehen musst, Schuhe aus, Regenhose an, die wird total heiß und so. Da ist der Einsatzbereich. Also es immer dabei zu haben, bei Bedarf anzuziehen. Wenn es richtig viel regnet, nass regnet, lange Tour, dann sind die auch nicht mehr hilfreich. Dann braucht man definitiv eine Regenhose. Also man hat es relativ eng anliegend, aber so, dass man sich trotzdem bewegen kann. Zum Beispiel, wenn man übers aufsteigt. Und dann könnt ihr mal erkennen, wie es aussieht hier unter Spannung, weil die Beine sich immer bewegen. Und wie gesagt, hier innen gut rüberziehen, dass da nichts reinläuft. Ja, vom Material her bisher alles gut verarbeitet, bisher alles gehalten. Und kann ich jetzt im Dauertest sagen, funktioniert gut. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr gute Erfahrungen damit gemacht habt, ob ihr das Konzept auch eher nicht so gern mögt, lieber eine Regenhose tragt. Ich bin davon ganz gut überzeugt, dies halt dabei zu haben. Und ja, ich würde sagen, ich bin gerüstet für den Winter. Und wir sehen uns im nächsten Video, wenn es auch wieder um Regenbekleidung geht.